Es gibt eine Menge Tanzstile. Jazzdance, Ballett, Hip-Hop, Folklore, Irish Dance. Und viele davon werden Sie auch in diesem Jahr in unserem Musical MMS Paradise zu sehen bekommen. Aber ein Tanz ist dabei, der ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Sieht man nicht alle Tage und schon gar nicht in einem Musical. Mit Alexander Grazer und seiner charmanten Partnerin Milena haben wir uns aufs glatte Parkett des Salsa Rueda de Casino gewagt und einen solchen einstudiert. Das ist ein lateinamerikanischer Gruppentanz, der eben zu Salsa-Musik getanzt wird. Und eine Person ist dabei der Cantante, der Ansager. Er bestimmt, welche Figur als nächstes getanzt wird und sagt das Kommando für die Figur für alle, die mitmachen, laut an. Monatelang haben wir geübt, damit der Grundschritt passt und die Hüften locker werden. Salsa Basic, rückwärts. Und rück, Platz, schließen. Vor, Platz, schließen. Side by side, schließen. Einmal vor, vor, Platz. Und jetzt auf die Seite. Side. Und auf die Seite. Side. Und go! Und 1, 2, 3 in die Mitte, 5, 6, 7. Jawohl, Grundschritt. Und 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Dame. Und jetzt öffnen. Stopp. Wieder die Hand auf die Schulter. Und die linke noch. Und 1 in die Mitte. Und zurück. Und Grundschritt. 5. Da gibt es ein Kommando, das heißt Dreilinie-Rolle. 1, 2, 3. Okay? Das heißt, dasselbe wie ein Backhaft, dann ist eine Dreilinie-Rolle, dann ist. Okay? Aber, es gibt was ganz was Gemeines. In Kuba sagt man, die Männer wissen, wie Baseball funktioniert, die Frauen nicht, deswegen machen die Frauen vor. Salsa ist entstanden aus dem afrikanischen Raum. Die Spanier haben ja Kuba erobert und haben dann sehr viele Sklaven aus Afrika eben auch geholt. Und die Sklaven haben ihre Tänze in Kuba weiterentwickelt und auch weiterhin getanzt. Das heißt, diese typisch afrikanischen Bewegungen, die finden wir auch heute im Casino, also im kubanischen Salsa drinnen. Und aus diesem Afro-amerikanischen mehr oder weniger, zusammen mit den spanischen Wurzeln ist dann über die kubanische Rumba der Son entstanden und der Son ist der Urvater des Salsa. Aus dem sind alle Salsa-Musikrichtungen, die wir heute kennen, die wir auch in den Tanzschulen tanzen, weiter entstanden. Das heißt, sei es jetzt ein LA-Style, ein New York-Style und wie sie alle heißen, die sind alle ursprünglich aus dem Son entstanden. Und Kuba ist bekannt für die Musik. In Kuba sind irrsinnig viele politische Themen auch über die Musik weitergetragen worden. Und wenn man nach Kuba kommt, dann wird man es merken, an jeder Straßenecke wird getanzt, wird gespielt. Kuba ist irrsinnig musikalisch. Und wenn man dort hinkommt, dann wird man auch sehen, dass da noch das ursprüngliche Lebensgefühl auch stattfindet. Da geht es nicht um Wettbewerbe, da geht es um den Spaß, da geht es ums Tanzen. Und deswegen fesselt mich der kubanische Salsa und alles, was drumherum ist. Das sollten Sie auf keinen Fall versäumen. MMS Paradise Winning Ticket, unser Musical ab 6. Mai im Volkshaus Weiz. Karten in der neuen Musikmittelschule Weiz, Europaallee 9.